und Action! Cut! Etage TV! Hallo, heute ist unser zweiter Tag auf dem Donaufest. Heute ist Familientag mit Bands. Trudel nass und nur Tante Trudel, die versteht keinen Spaß. Du lebst schon wir voll krass, wer macht denn das? Also wir sind Sternschnuppe übrigens, gell? Und wir haben jetzt gerade gespielt und wir machen schon seit 20 Jahren Lieder für Kinder. Also schon so lange, wo du noch gar nicht auf der Welt warst, gell? Und so lange machen wir schon Lieder für Kinder. Und ja, wir haben viele Sachen, bei uns geht es um Brezenbeißerbandi oder um Kühlschränke, die spazieren gehen. Haben wir gerade gesungen, hast du es gehört, das Lied, gell, vom Kühlschrank? Ja, ich habe vorher Theater für Kinder gemacht. Und irgendwann kamen in die Theaterstücke immer mehr Musik. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir mal CDs mit den Liedern. Und irgendwann sind wir dann auch aufgetreten mit Konzerten. Das heißt also, ihr schreibt eure Lieder selber? Ja, genau. Wir singen nur eigene Lieder. Wie kommt ihr auf eure Texte? Ganz verschieden. Ich glaube, dass wenn man Sachen als Kind erlebt, dass man die irgendwo in seinem Kopf hat und irgendwann wollen die wieder raus. Ich komme bei der Nacht auf meinen Text und da reißt es mich so und dann springe ich auf und sage, jetzt ist eine Idee im Raum. Gell? Und dann packe ich die Idee, tschick, hol's runter, dann sage ich, oh, das war ziemlich ein Schmarrn. Hallo, ich wollte dich fragen, was du hier machst. Ich baue ein Schiff. Wie heißt du denn? Mauritz Freudenmann. Und wie alt bist du? 9. Was hast du denn gerade gemacht auf dem Stand? Ein Boot gebaut. Okay, und das lässt du dann nachher schwimmen? Ja. Und hast du auf dem Donaufest schon noch Sachen gesehen, die du ganz schön fandest, die dir Spaß gemacht haben? Ja. Was war das denn? Zum Beispiel diese Wasserolympiade. Jetzt probieren unsere Reporter mal selber aus, was man auf dem Donaufest machen kann. Wie ihr gerade seht, ist da hinten das Jugendcamp, da wo die Zelte stehen. Da sind Kinder aus den ganzen Donauländern. Und da werden wir jetzt gleich hingehen und da gucken, was die da machen. Hallo, wie heißt du denn? Ich bin Yara. Und was machst du hier? Also, ich gehöre zum Donau-Jugendcamp. Das ist so ein, ja, eben ein Camp für Jugendliche aus Ländern an der Donau. Und ja, wir spielen hier so eine Art Botschafter an die Politiker von der Europäischen Union und von ganz Europa eben, dass die Zusammenarbeit auch bei Jugendlichen funktioniert. Und was macht ihr den ganzen Tag hier? Wir haben hier verschiedene Workshops und ja, wir wohnen hier jetzt für eine Woche in Ulm und versuchen eben viele Freundschaften untereinander zu schließen. Hier ist total wenig los. Was ist denn passiert? Ja, dass wir so wenige sind, liegt eben daran, dass wir einen kleinen Vorfall hatten, was das Essen betrifft. Das Essen war nicht so gut und dann haben jetzt einige Menschen eine Lebensmittelvergiftung und die sind dann in der Jugendherberge, weil sie nicht raus dürfen wegen der Ansteckungsgefahr, weil man nicht weiß, was es ist. Wir sind hier normalerweise? Wir sind so circa 130 bis 160 Leute. Okay, danke. Das war Tag 2. Es war sehr warm, aber wir haben trotzdem viele Sachen erlebt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!